heute haben wir ein richtig interessantes Thema. Symbiose und Parasitismus. Haben wir nämlich gegoogelt, Gegenteil von Symbiose und dann Parasitismus und festgestellt, da kennen wir doch gleich ein paar Leute, auf das zutreffen könnte. Und ich lese auch immer wieder bei meinen Lesern, dass sie gewisse Dinge erzählen, bei denen Parasitismus doch eine sehr große Rolle spielt. Und sie behaupten gerne, sie seien eine Symbiose, was ja im ersten Moment positiv klingt, aber es kann halt kippen und dann ist es Parasitismus. Beziehungsweise in der Tierwelt ist Symbiose eigentlich eher was Positives, weil beide voneinander profitieren, wie zum Beispiel der Putzerfisch und der Wal. Svenja, wer ist denn bei dir der Putzerfisch? Du bist der Putzerfisch, oder? Weil du so klein bist. Ja, in der Wohnung schon. Guck mal, Svenja ist in der Wohnung, ist sie der Putzerfisch und in der Beziehung ist sie der Wal. Ich bin gerne ein Wal. Ja. Deswegen, es geht halt letztendlich bei einer Symbiose in der Natur eher darum, dass zwei verschiedene Arten miteinander existieren und aber beide davon einen Nutzen haben. Ja, man kann echt sagen, die verschmelzen schon miteinander, aber auf eine positive Art, so wie du gerade gesagt hast, dass beide etwas davon haben. Wie zum Beispiel der Clownfisch, der in der Anemone lebt. Nemo! Beide profitieren voneinander, weil der Clownfisch, der unterstützt die Anemone und andersrum auch. In der menschlichen Paarbeziehung sieht das Ganze etwas anders aus. Denn in der Psychologie spricht man bei einer symbiotischen Beziehung eher von einer Abhängigkeit. Was natürlich auch sehr viele Nachteile für eine Beziehung hat. Ja, die eigene Individualität wird zum Beispiel eingeschränkt. Hinzu kommt halt auch eine große Abhängigkeit voneinander. Keine Eigenständigkeit. Und es kann natürlich dann auch nicht zu einer persönlichen Entfaltung kommen. Und gerade die Verschmelzung zu einem Wir ist ja für viele Paare der Sinn einer Beziehung. Beziehungsweise sie empfinden das als, so muss eine Beziehung sein, nur so kann eine Beziehung sein. Und nein, gerade nicht. Es ist total wichtig, dass man eigenständig bleibt in einer Beziehung. Und Vera F. Birkenbiel hat dazu wirklich ein ganz, ganz tolles Beispiel mal genannt. Und zwar ging das um ein paar Therapeuten, der hat immer gesagt, eine gesunde Beziehung besteht aus zwei Individuen. Jeder bildet eine Säule und zusammen bauen sie das Tempeldach auf. Ein solides Fundament für ein gesundes Haus. Genau. Und nicht nur eine Säule und darüber ein Tempeldach, welches dann hier und hin wackelt, sondern zwei stabile Säulen, die letztendlich dieses Tempeldach aufbauen. Ja, und solide tragen. Das ist zum Beispiel der große, große Unterschied. Und da reden wir doch mal vom Wir in einer Beziehung. Bist du ein Wir oder seid ihr ein Wir? Nee, nicht unbedingt. Also ich rede ab und zu im Wir. Das ist aber im gesunden Maß, da geht es eher darum, wenn wir in Urlaub fahren, dann ist das Wir bezieht sich darauf, dass ich mit meinem Freund in Urlaub fahre. Und wenn ich nämlich sage, ich fahre in den Urlaub, dann könnte man ja auch denken, ich fahre alleine in den Urlaub. Ja, was ja eigentlich auch völlig normal ist. Ja, man das kann ist auch alleine in den Urlaub nee, fahren. Na klar, aber dieses Wir steht eher dafür, dass man wirklich gemeinsam etwas macht, egal ob das jetzt Urlaub ist oder Freunde treffen. Aber wenn es darum geht, ich möchte eine Freundin treffen oder Arbeitskollegen, dann spreche ich natürlich im Ich. Ja. Und auch bei meinen Wünschen und Bedürfnissen und Hobbys spreche ich ja auch im Ich. Da sage ich ja auch nicht, wir machen dies und das. Also es gibt wirklich Paare, die sprechen nur in diesem Wir. Und da wird auch erstmal nachgefragt, wenn du dich dann verabreden möchtest, dann kommt dann sehr oft, da muss ich aber erstmal meinen Freund oder Mann fragen, wo man denkt, okay, auf einen Kaffee kannst du dich doch nochmal mit mir alleine treffen. Da brauchst du ja die Einverständniserklärung vom Freund bzw. Mann. Das habe ich in der Tat öfters mal gehabt und dann habe ich irgendwann gesagt, als es dann hieß, so, ja, ich muss erstmal meinen Freund fragen,
habe ich gesagt, nee, eigentlich wollte ich mich mit dir alleine treffen und nicht mit deinem Freund. Wenn ich mich mit deinem Freund treffen will, dann frage ich ihn selber. Ob er dann auch das Okay einholen muss von ihr? Das weiß ich nicht. Also ich habe zum Beispiel auch festgestellt, dass auch viele Männer sich erstmal das Okay der Partnerin holen. Aber ich kenne auch einige, die entscheiden einfach direkt. Und die Partnerin, die holt sich immer das Okay vom Freund. Und er macht es nicht, er macht einfach sein Ding. Und sie beschwert sich dann darüber, dass er nichts mit ihr abspricht. Also dann frage ich mich halt eben auch, spricht sie vielleicht immer das so mit ihm ab? Oder mit ihm ab in der Hoffnung, dass er das dann auch macht. Quasi sie lebt es ihm vor, worauf er aber eher so drauf scheißt. Oder ich glaube, er merkt das gar nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, er macht einfach sein Ding. Aber sie macht es halt schon eher wirklich so, dass sie ganz bewusst das immer mit ihm abspricht, weil sie dann einfach auch erwartet, dass er das auch macht. Ja, das ist immer ganz schlecht. Man kann nicht etwas vorleben, ohne vielleicht mal ein paar Worte darüber zu verlieren, ja, weil gerade, es gibt ja Männer, es gibt aber auch Frauen, ich gehöre auch dazu, ich check bestimmte Sachen nicht, wenn mir jemand etwas vorlebt, dann nehme ich das nicht unbedingt alles gleich wahr. Und ist so ja auch das ganz vieles unterbewusst. Ich habe letztens gerade ein richtig cooles Bild gesehen, da war ein riesengroßer Elefant und ein kleiner Reiter drauf und dann Bewusstsein, Reiter, Unterbewusstsein, Elefant. Es gibt Leute, die sehen zuerst den Elefanten, dann den Reiter, ne? Nein, es geht nicht darum, was man zuerst sieht, sondern es geht darum, dass der Reiter, unser Bewusstsein, ganz klein ist und das Unterbewusstsein diesen riesengroßen Elefant darstellt. Ach so. Und ganz viele Abläufe halt unterbewusst passieren. Also letztendlich, der Reiter navigiert wirklich nur 10%, der Rest macht das Unterbewusstsein. Und ich stelle auch in letzter Zeit immer häufiger fest, mein Unterbewusstsein ist mittlerweile 2 Elefanten. Also zumindest, also jetzt gerade so, wenn ich Sachen mache, ich verlege im Moment so viele Sachen. Mein Unterbewusstsein packt die einfach irgendwo hin und mein Reiter kriegt das gar nicht mit und dann bin ich ständig am Suchen. Bist du sicher, dass es nicht einfach das Alter ist? Nein, ja, weiß ich nicht. Mir geht das auch so. Vielleicht habe ich schon 5 Elefanten und weiß es gar nicht. Ja, ich hatte ja Corona. Also es ist wirklich, seitdem ich Corona hatte, ist mein Kurzzeitgedächtnis, also es ist eine Katastrophe. Es ist wirklich ich muss mir alles aufschreiben. Gerade bei symbiotischen Partnerschaften ist es halt auch einfach so, dass die eigenen Bedürfnisse nicht gestillt werden. Nee, du stellst die ja komplett zurück, weil in der Symbiose, in der ungesunden Symbiose, da geht man ja nur noch auf den anderen ein. Also im schlechten Fall ist der eine der komplett abhängige Partner. Du meinst mal, wenn einer dominant und einer eher sich unterordnet. Es ist ja auch so, dass du 2 Menschen hast und dass die irgendwie zueinander passen, verbiegen sie sich beide komplett. Und um den anderen alles recht zu machen, gegenseitig. Um einfach zusammenzupassen. Ja. Um zusammenzupassen. Da muss man sich vorstellen, also das ist ja eine gesunde Haltung. Ne? Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie schlecht das für euren Rücken ist. Und es ist wirklich so. Wenn man sich verbiegt, psychologisch, hat man wirklich auch Schmerzen. Man hat Verspannung im Nacken, der Rücken tut ein weh, weil das eine extreme Anspannung nicht nur psychisch ist, sondern auch physisch, wenn man sich verbiegt. Und macht natürlich auch immer für extrem viel Konflikte. Ja, das ist, glaube ich, das, was meine Freundin, ne? Sie erwartet, dass er das mit ihr abspricht, er macht es aber nicht. Also es ist auch, dieses Symbiotische funktioniert wahrscheinlich nur, wenn beide sich komplett verbiegen. Weil wenn einer das nämlich macht und der andere bleibt so stehen, dann ist ja ein richtiges Ungleichgewicht. Dann bist du ja schon in dem Part, du bist derjenige, der sich unterordnet. Das ist ja wieder so eine andere Abstufung davon. Deswegen hast du ja hier den Großen und dann... Naja, und der andere, der nimmt das ja an und dann... Der sagt einen ein. So. Ja. Ja. Wichtig, dass Paare auch unabhängig voneinander glücklich sind. Sprich, auch mal allein in Urlaub fahren oder einer fährt mal weg. Ich sehe das immer öfters bei Instagram. Oh, ich bin jetzt Strohwitwe. 4 Tage, ich vermisse ihn so. Und dann gibt's die anderen, die dann so die Sektkorken knallen lassen. Er ist weg, 2 Wochen, yeah! Und wenn man wirklich der Meinung ist, man kann ohne seinen Partner nicht leben, es gibt doch auch dieses Schaf, ohne dich ist alles doof. Ja. Ich fand diese Bettdecke und dieses ganze Tee, ich fand das total schrecklich. Ich dachte mir nur so, alter Schaf, komm klar. Okay, das habe ich nicht gedacht. Ich fand das ganz niedlich, aber im Sinne von,
ich habe das jetzt nicht darauf bezogen, dass du ohne den anderen nicht leben kannst. Ich dachte immer, ach, das ist ja eine nette Geste nach dem Motto, ich hab dich lieb, ich vermisse dich, aber eher im Sinne von, ja, du bist jetzt nicht da, aber... Ja, aber eigentlich ohne dich ist alles doof, bedeutet ja, derjenige ist nicht da und dann ist das Leben scheiße. Also, was ja, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ja, kannst du mal sehen. Weil mir das überhaupt nicht in den Sinn kam. Ja, das war das Erste, als ich das gesehen habe, dachte mir nur so, oh Gott, wie armselig. Ja, nee, man muss schon alleine klarkommen, das ist total wichtig. Meine Irgendwann stirbt ja einer auch. Also es ist ja immer so, kann ich auch sagen, aus dem Freundeskreis meiner Mutter, also prinzipiell stirbt einer immer so 10, 15 Jahre eher als der andere. Ja, meistens die Männer. Das, ja, die Männer, genau. Weil Durchschnitt Lebenserwartung ist ja bei den Herren immer noch so 76 und Frauen waren so 82. Ja, also im Freundeskreis meiner Mutter sind schon die Hälfte Witwe. Und die sind 70. Ja. Also es ist ganz wichtig, seine Eigenständigkeit zu bewahren. Wenn der Partner dann weg ist, dann bricht für dich halt die komplette Welt zusammen. Und das kann echt fatale Folgen haben. Es kann so weit gehen... Das ist bei meiner Oma beispielsweise so gewesen. Die war so auf ihren Mann fixiert, die hat wirklich alles für ihn getan. Und dann hat er sich von ihr getrennt, weil ihm das zu viel wurde, das im hohen Alter. Ne? Wenn du so in den 70ern bist, ist das halt ja, ja auch total schwierig. Nur, bist du auch noch in Rente und dann hängst du nur noch zusammen. Ja, eben. Und dann hat er sich getrennt und krass. Sie kam damit überhaupt nicht klar und sie ist an Liebeskummer gestorben. Oh, Broken Heart Syndrom. Mhm. Das war richtig, richtig schlimm. Auch Liebeskummer, also man kann in eine schwere Depression rutschen und gerade wenn man auch so abhängig von jemandem war, dann kann so eine Trennung auch ein großes Trauma darstellen. Absolut. Und gerade in den damaligen Generationen war das ja halt üblich. Da wurdest du ja auf Abhängigkeit getrimmt. Ja, war das ja völlig damals normal, dass so eine Beziehung zusammen war. Das wurde halt ganz anders gelebt als heute. Ja, da hatte ja sozusagen, die Frau hatte ein Bein, der Mann hatte ein Bein und zusammen hatten sie zwei Beine und nur zusammen konnten sie sozusagen durchs Leben spazieren. Das war ja früher so. Mittlerweile haben wir ja vier Beine. Ja, es ist natürlich immer so eine Sache, vier Beine unter einen Hut zu bekommen, ohne zu stolpern. Das passiert dann natürlich auch immer mal wieder, dass man aneckt. Aber dafür kann man ja reden, was total wichtig ist. Vor allen Dingen, was ich auch festgestellt habe, dass gerade die Ursache mangelnder Selbstwert ist. Definitiv. Und früher, wenn ich da aus den alten Generationen von unseren Großeltern, vielleicht auch bei einigen Elternteilen noch, kommt ja darauf an, wie alt die jetzt sind bei euch, da war das ja halt auch so. Da wurde ja gerade die Frau so erzogen, dem Mann zu gefallen, darauf zu hören. Ja. Und da wurde man ja schon in diese Symbiose oder diese Abhängigkeit hintrainiert und hinerzogen. Ja. Und da war das für die Frauen ja noch viel schwieriger, alleine zu sein, alleine klarzukommen. Ich muss sagen, ich bin auch noch so groß geworden, habe ich festgestellt. Oh, ich überhaupt nicht. Jetzt kommt es. Nein, ich hatte ein Buch, das war früher mein Lieblingsbuch, Linchen Löwenherz. Das waren so kleine Gute-Nacht-Geschichten. Ich muss auch sagen, ich habe das Buch echt verbrannt. Soll man ja eigentlich nicht machen, aber es war Teufelszeug. Bücher sind heilig. Nein, das Buch ist nicht heilig, das ist wirklich Teufelswerk. Und zwar ging das in dieser Geschichte darum, du hattest Lenchen Zottelkopf. Die hatte halt ganz struppiges Haar, hat sich nicht so viel aus sich gemacht und dann wurde sie aber zum König eingeladen. Dann kam sie halt so, wie sie war, zum König und der König war total entsetzt, wie sie aussah. Verwahrlost. Hat dann gesagt, das nächste Mal, wenn sie halt wiederkommt, dann soll sie doch bitte ein bisschen hübscher aussehen. So. Und dann hat er sie zum Hoffriseur, zum Hofschneider geschickt. Die haben dann da so ein, ja, wie nennt man das hier? Makeover gemacht. Damals gab es schon Makeover, haben sie Makeover gemacht. Ja, dann sah Lenchen Zottelkopf auf einmal total adrett aus, ne? Mit frischer Mähne, schickes Style, schickes Kleid. Und dann kam sie zum König und der König war über ihre Schönheit so verzaubert, dass er sie sofort geheiratet hat. What? Ja, das heißt natürlich, es... Danke, Mutti. Okay, das Buch ist, ich glaube, aus den... Oh Gott, wer war? Ja, aus den 80ern. 89, 88 muss das Buch gewesen sein. Ich habe meiner Tochter das ja noch vorgelesen und habe dann erstmal festgestellt, als ich dachte, das Buch wirklich, es war mein absolutes Lieblingsbuch. Als ich es gefunden habe, dachte ich nur so, wie geil, mein Lieblingsbuch. Habe ich mir die Geschichten durchgelesen. Da waren auch noch andere Geschichten von Kater, der immer so ein kleines Kätzchen, was immer ja, Chaos gestiftet hat, weil es halt einfach so sein Ding gemacht hat, nicht auf die Eltern gehört hat. Ich habe mich sehr mit diesem Kater immer identifiziert, muss ich dazu sagen. Und habe ich dieses Buch gelesen, war total entsetzt.
Krass, das kann doch nicht wahr sein. Hab das meiner Tochter natürlich nicht vorgelesen. Ich habe mir aber nicht eingebildet, ich will jetzt die Prinzessin sein, ich will das sein. Sondern doch, also meine Oma hat mir auch ganz oft gesagt, wenn du dich wenn du dich weiterhin so verhältst, wirst du keinen Mann abbekommen. Echt? Ja. Und meine Mutter auch, zick nicht so rum, sonst will ich später keinen Mann haben. Habe ich öfters von denen gehört. Ich muss aber auch dazu sagen, eigentlich sind meine Mutter und meine Oma wahnsinnig selbstständige Frauen, die sich nie von Männern abhängig gemacht haben. Aber das haben die auch noch immer so mitbekommen, ne? Das ist ja krass. Dem Mann zu gefallen. Das war bei mir gar nicht so. Also es ist total anders. Gut, meine Eltern haben sich halt scheiden lassen. Da war ich 6 und ich habe das damals ja alles gar nicht so richtig mitbekommen. Unterbewusst bestimmt, aber bewusst jetzt nicht so. Und meine Mutter war dann halt alleine. Meine Oma war ja oft da und meine Großtante. Meine Großtante war eh so eine emanzipierte Frau. Und da war das nie so. Da hieß es dann immer so, ja, dafür brauchst du keinen Mann, das schaffst du. Und also ich wurde echt, es fällt mir jetzt erst gerade auf, anscheinend wie so eine emanzipierte, nicht Feministin, nicht wie eine richtige Feministin, aber schon so erzogen, dass die Frau das alles alleine wuppen muss und schaffen kann und dafür keinen Mann braucht. Meine Mutter hat auch immer gesagt, schaff dir bloß keinen Mann an oder keinen Freund. Behalte bloß deine eigene Wohnung, dein eigenes Reich. Dann kannst du machen, was du willst. Also ich muss sagen, ich glaube, meine Eltern haben mich dann doch sehr ambivalent erzogen. Weil auf der einen Seite haben sie mir immer diese Bücher vorgelesen und haben halt eben auch immer, dass ich mich anpassen sollte. Aber auf der anderen Seite haben sie mir etwas völlig anderes vorgelebt. Denn meine Mutter hat immer ihr eigenes Ding in der Beziehung mit meinem Vater gemacht. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass meine Mutter mal zu mir gesagt hat, ja, dann krieg dich kein Mann. Da habe ich gesagt, wieso? Papa hat dich doch auch genommen. Und dann hat sie mich nur angeguckt und meinte nur so, ja, stimmt. Meine Mutter immer noch auch drauf getrimmt war, dieses klischeehafte 50er-Jahre-Ding, aber halt doch schon ihren eigenen Kopf durchgesetzt hat und eigentlich gar nicht mehr so war. Ich meine, sie hat ja auch, mein Vater wollte, dass sie aufhört zu arbeiten, als sie mit mir schwanger war. Da hat meine Mutter gesagt, ja gut, dann lasse ich mich scheiden. Da hat mein Vater gesagt, nee gut, dann geh arbeiten. Also so kann man Probleme auch ganz einfach lösen. Einmal kurz drüber sprechen und fertig. Hat viel mit Verlustangst auch zu tun, dass man halt Angst hat, wenn der andere was nicht mit einem zusammen macht, dass er vielleicht jemand anderen kennenlernt und einen verlässt. Ne? Und viele sind ja auch wirklich der Meinung, wenn der Partner die ganze Zeit bei mir ist, dann kann er mich nicht betrügen, dann kann er nicht fremd gehen. Das ist aber fatal. Dann dürfte er auch nicht eine Arbeit besuchen, beziehungsweise zur Arbeit gehen, weil auf dem Weg zur Arbeit, auf der Arbeit, nach Hauseweg oder bei der Arbeit, letztendlich, ich will jetzt ja kein Bild machen, ne? Aber ganz ehrlich, die meisten Affären sind auf der Arbeit. Ich sag nur Weihnachtsfeier. Das stimmt. Oh, es tut mir leid, jetzt wird kein Mann mehr alleine zur Weihnachtsfeier gehen dürfen. Ja, also ich habe das ja selber mitbekommen. Ich hatte ja jahrelang, war ich in der weltgrößten Firma, habe ich gearbeitet und da waren ja riesige Weihnachtsfeiern. Da muss man sich ja vorstellen, in dem einen Standort, wo wir waren, da waren ja fast 1000 Leute. Und dann hast du da so eine riesen Weihnachtsfeier. Also da fragt man sich auch, meine Güte, Abteilungsleiter mit dem. Ja, wenn die dann angetrunken sind, da hast du dich gewundert, warum manche dann sich in irgendwelchen Ecken verzogen haben oder doch im Hotel landeten. Also am nächsten Tag die Gerüchteküche, die hat gebrodelt, ne? Ja. Und also da habe ich auch nur gedacht, Mensch. Und da sind dann auch schon ungewollte Schwangerschaften zustande gekommen. Ja. Gut, die aber dann auch wirklich zusammengekommen sind für eine kurze Zeit, sich getrennt hatten vom anderen, von ihrem eigentlichen Partner und dann festgestellt haben, als das Kind kam, passt doch nicht. Ist wieder das Gleiche so, ne? Hatte ich ja mit der anderen auch. So, wenn man feststellt, dass man selber Verlustängste hat, sollte man da auf jeden Fall etwas machen, weil es bringt nichts, den anderen einzusperren. Nee, das bringt gar nichts. Das hat ja etwas mit einem selbst zu tun. Dieser Minderwert, weil man denkt, man ist eventuell nicht gut genug für den Partner oder der Partner könnte etwas Besseres jetzt bekommen oder eine hübschere Frau, weil man mit seinem Äußeren vielleicht unzufrieden ist aufgrund eines Mangels. Ja, aber vor allen Dingen den Hintergrund findet man meistens in der früheren Kindheit. Da ist eventuell irgendwie eine traumatische Erfahrung, ja, die einen geprägt hat. Da sollte man auf jeden Fall dann mal nachforschen, weil es spiegelt sich auf jede Beziehung wieder. Und man befindet sich dann wirklich in so einem Kreislauf. Also wenn die eine Beziehung dann vorbei ist und man fängt wieder eine neue an, dann schleppt man letztendlich dieses ganze Köfferchen an Ängsten
und Minderwertigkeitskomplexen wieder mit. Und auch dieser Koffer wird irgendwann geöffnet und verstrahlt die Beziehung wie Plutonium. Ja, das ist immer sehr schön, wenn ich dann auch mitbekomme im Freundeskreis, wenn es dann heißt, dann, ich habe die Beziehung beendet, das hat ja eh nicht funktioniert, da war nicht der Richtige. Dann sind sie in die nächste Beziehung gleich gesprungen. Am Anfang war alles ganz toll und im Endeffekt kamen die gleichen Probleme wieder hoch. Natürlich waren sie nicht identisch im Sinne von, das ist genau das Gleiche abgelaufen, aber man hat gesehen, es waren immer die gleichen Arten von Problemen, die sie mitgetragen haben, das wieder zum Ende geführt hat. Das heißt, es gibt ja Menschen, die machen ja so ein Beziehungshopping, ne? Vom immer weiter, weiter in der Hoffnung, jetzt wird alles besser, jetzt ist es die perfekte Beziehung. Ohne mal darüber nachzudenken, dass der Ursprung bei ihnen selbst liegt. Ja. Oder das wirklich mal aufarbeiten. Gerade Verlustängste haben sehr oft was mit dem Elternhaus zu tun. Wenn ein Elternteil die Beziehung, die Eltern verlassen. Also ich kenne super viele, die halt eben auch, ja, bei denen sich die Eltern geschieden haben und interessanterweise haben die alle so die gleiche Problematik. Ich finde Scheidung nach wie vor immer richtig und wichtig, wenn man nicht mehr zusammen glücklich ist und auch keinen Weg findet, gemeinsam glücklich zu werden. Ich finde es aber halt viel wichtiger, gerade wenn Kinder dabei sind. Wenn man als Paar nicht mehr funktioniert, hat man aber die Aufgabe, als Eltern weiterzumachen. Und gerade Kinder werden häufig als Schutzschild benutzt und auch ganz gern als Druckmittel. Das ist sehr häufig. Und das belastet die Kinder und das sorgt letztendlich dann auch für das Traumata. Oder ein Elternteil komplett wegbricht, dann gerade das verursacht ganz starke Verlustängste. Da gibt es ja noch den Parasitismus. Schmarotzertum. Ja, Schmarotzertum, das ist Parasitismus. Das bedeutet, ein Parasit sucht sich einen Wirt und beutet den komplett aus. Also du wirst komplett ausgesaugt. In einer Beziehung ist das halt auch so. Man könnte es schon fast sagen, es ist schon toxisch, weil es ist für den, der der Wirt ist, gar nicht gesund. Der Parasit in dem Fall, der Partner, wenn der dann eine Partnerin findet oder einen Partner findet, man zusammen ist und am Anfang läuft ja alles super und plötzlich fühlt sich einer von beiden aber total ausgelaugt und ist immer total kaputt und es geht ihm immer schlechter. Da merkt man schon, da ist schon Ungleichgewicht. Ja. Das ist ja auch häufig die Rede vom Energievampir und ich höre es halt eben immer wieder, wenn Frauen sagen, ja, ich habe so viel gegeben und da kam nicht so viel zurück. Ist auch schon ein kleiner Parasit. Also wenn man sich vorstellt, man gibt sehr, sehr viel und der andere nimmt nur, dann letztendlich lebt er davon. Und demjenigen, der immer nur futtert und isst, und der ist gesättigt. Und der andere verdurstet und hungert. Und gerade bei emotionalen Dingen ist das schon sehr prägnant. Und dann ist auch immer die Frage, ja, will derjenige denn auch, dass du das alles gibst? Man macht ja auch sehr vieles freiwillig, in der Hoffnung, da sind wir wieder, dass man das zurückbekommt. Ja? Aber ist es dann freiwillig, dann ist es ja schon eine gewisse Erwartungshaltung. Richtig, häufig ist ja, also nichts ist freiwillig, muss ich dazu sagen. Meistens hat man eine gewisse Erwartungshaltung, wie du schon gesagt hast, steckt dahinter. Wie zum Beispiel, wenn ich ganz viel gebe, dann hat er mir auch ganz viel zu geben. Funktioniert super, wenn der andere das genauso sieht. Wenn dann aber der andere sagt, ach guck mal, das ist aber nett. Nehme ich mit, dann entsteht halt irgendwann dieses Ungleichgewicht. Ja. Und dann heißt es immer noch so, ich habe dich nie darum gebeten. Ja, das ist, ja, ich kenne das. Das ist, gefühlt ist das schon so ein Vorwurf und manchmal hat man den Eindruck, man wird gerade emotional ein bisschen erpresst oder unter Druck gesetzt. Also ich kenne das selber auch. Das kommt dann vor, dann macht mein Freund ganz viele Dinge und ich denke mir, ja gut, dann mach, ne? Also ich habe ihn ja nicht darum gebeten, aber wenn er das macht, ne, ist ja freiwillig, das ist ja sein Ding. Ich finde das dann ganz nett und dann freue ich mich. Du nimmst es mit. Ja, aber ich meine, ja, und irgendwann hörst du zu, ja, kannst mal dies und das machen und du denkst dir so, oder dann kommt der Vorwurf, ja, guck mal, was ich alles für dich mache. Ich sehe, ja, aber ich habe dich doch gar nicht drum gebeten. Ja, und das ist es halt. Da muss man was sagen. Genau. Und da habe ich zum Beispiel mein Denken komplett verändert. Ich mache Dinge, weil ich es gerne mache. Weil ich es wirklich gerne mache. Und nichts dafür erwarte. Ich differenziere ganz stark zwischen, ich tue jemandem einen Gefallen. Wenn jemand mich nämlich dann um einen Gefallen bittet und ich den erfülle, ja, und ich denjenigen dann irgendwann um einen Gefallen bitte und er sagt nö, dann werde ich beim nächsten Mal auch nö
sagen. Also da finde ich das dann schon ganz, ganz wichtig, wenn man sich gegenseitig so Gefallen tut, dass das wirklich im Gleichgewicht bleibt. Und nicht, dass der eine immer sagt, ja, kannst du mal, kannst du mal, kannst du mal. Und du sagst mal ja, 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 ja. Und wenn du denjenigen dann brauchst, ja, nee, oh, sorry, geht nicht. Also gut, einmal kann ich verstehen. Wenn das beim zweiten, dritten wird, dann sage ich so, never ever, kannst du knicken. Und beim nächsten Mal sage ich auch nö. Und das Interessante ist dann immer bei diesen Personen, die sind dann völlig entsetzt, weil sie eigentlich schon mit dir gerechnet haben. Ja, vor allem, die sind dann auch noch pissig und angenervt. Ja, ich kenne das. Erwarten das. Ja. Das ist schon gar kein Gefallen mehr. Nee, das ist schon eine Diktatur. Das beste Beispiel. Man fragt nur, kannst du mal, aber eigentlich heißt es so, mach mal. Meine Mutter arbeitet beispielsweise in einer großen Firma, natürlich auch mit Mitarbeitern, ne, Kollegen. Und da ist es auch sehr oft, sie tut immer den Leuten gerne einen Gefallen, tauscht dann ihre Arbeitszeiten, wenn jemand mal einen Tag frei haben möchte, Geburtstage feiern, was auch immer anstehen. Und bei ihr wird sehr oft immer gesagt von den gleichen Personen, nee, da kann ich nicht, da habe ich schon was vor. Also, und dann habe ich zu meiner Mutter schon gesagt, ich so, Mama, die verarschen dich. Ja. Die verarschen man dich. Fühlt die sich nutzen dann dich aus. Genau, und wenn man sich nämlich dann verarscht fühlt, dann ist es wirklich Zeit, diese Parasiten hier, ciao, Kakao. Ja. Das sind wie so eine kleine Möchtegernflöhe, setzen sich in dein Fell und gehen nicht mehr weg. Sie saugen dich aus und wenn du dann aber was von denen willst, dann sagen das, die, sorry. Also, geht nicht. Ja, kann man muss sein. Ja auch sagen, ne, der Parasit, der tötet den Wirt ja nicht. Ist ja ganz, ganz wichtig. Ja, weil den braucht er ja zum Überleben. Also, auch wenn ihr in einer Beziehung seid oder sei es auch im Freundeskreis oder vielleicht... Manchmal geht es ja auch um Geld in der Beziehung. Ne? Ja. Wenn der eine zum Beispiel immer vom Geld des anderen lebt. Also ich habe gerade in meinem Freundeskreis gab es schon einige parasitäre Beziehungen. Das war wirklich ein richtiger Parasit, der hat die richtig finanziell ausgenommen und das hat man ja zum Beispiel auch gerade diese Scammer, ne, die älteren Frauen dann ausnutzen, das sind auch Parasiten, weil letztendlich haben nur die das Geld bekommen, die haben Vorteil und die anderen werden regelrecht wirklich ausgesaugt. Es ist immer ganz wichtig, dass man anderen Leuten die eigene Entscheidung überlässt und selber für sich entscheidet. Ich glaube, das ist eigentlich so das Wichtigste. Was man aus dieser Sitzung, wir sitzen hier auch immer schön auf der Couch, bei unserer Therapiestunde, nein, bei der Sitzung für sich heraus filtern kann, dass Eigenständigkeit, eigenes Denken total wichtig ist und letztendlich auch immer dafür sorgt, dass man nicht in eine Abhängigkeit rutscht. Ich würde sagen, das war's für heute. Und dann sagen wir erstmal Tschüss! Tschüss!